Herzlich willkommen zum Vortrag Rechtsfragen bei Open Source Lizenzverstößen. Mein Name ist, wie Sie lesen können, Stefan Labesius. Ich bin, kurz ein paar Worte zu meinem Hintergrund, seit ungefähr 7, 8 Jahren Mitglied beim Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software. Das ist ein unabhängiges, mehr oder weniger virtuelles Institut. Ein Zusammenschluss von Rechtsanwälten, Professoren, interessierten Juristen, die sich mit dem Thema Open Source beschäftigen, intensiv. So ist zum Beispiel die Linux-Klausel im Urhebergesetz seinerzeit auf die Initiative von Mitgliedern von unserem Institut ins Gesetz gekommen. Und möglichen Gesetzesänderungen geben wir dann auch in der Regel dann auch unsere Stellungnahme mit dem Fokus Open Source ab und begleiten das Ganze rechtspolitisch und rechtswissenschaftlich. Damit verdiene ich aber nicht meine Brötchen. Ich bin hauptberuflich Rechtsanwalt in Hamburg bei einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei, Glawe Delew Smol heißt die. Und dort beschäftige ich mich den lieben langen Tag mit Rechtsverletzungen im Immaterialgüterrecht, also Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht natürlich und auch eine ganze Menge Wettbewerbsrecht ist dabei. Das sozusagen zu meinem Hintergrund. Aber heute wollen wir uns inhaltlich mit den Besonderheiten bei Open-Source-Lizenzverstößen beschäftigen. Warum ist das Ganze so von Bedeutung? Das werde ich im ersten Teil des Vortrags so ein bisschen näher beleuchten. Dann im zweiten Teil wird es dann darum gehen, was sind eigentlich so typische Open-Source-Software-Lizenzmodelle? Und vor allem am Beispiel der GPL2 werden wir dann uns mal einzelne spezifische Lizenzpflichten anschauen und da werde ich mal vorstellen, wie diese Lizenzpflichten dann auch von den Gerichten interpretiert werden und wie weit das geht, sprich, was muss ich eigentlich alles tun, um dann in diesem Fall also GPL-compliant zu sein. Und im letzten Teil würde ich noch ein paar Worte zu den Rechtsfolgen verlieren. Was passiert oder was kann passieren, wenn es zu einem GPL-Verstoß gekommen ist? Und werde da so die wichtigsten Entscheidungen oder Entwicklungen aus der Rechtsprechung skizzieren. Das ist sicherlich jetzt für die meisten alles nichts Neues. Also warum ist das Software Enforcement so wichtig, insbesondere auch in Deutschland, weil es natürlich mittlerweile weit verbreitet ist und eine ganze Reihe von Geschäftsmodellen knüpfen darin an. Ich habe hier auch noch Open Core Modell mit aufgenommen. Ich vermute mal, jeder weiß so mehr oder weniger, worum es da geht. Das ist halt, ich habe eine Open Source Software und bastel mir dann einen proprietären Teil dazu mit Zusatzfeatures und über den Vertrieb dieser dieses Teils mit den Zusatzfeatures generiere ich dann mein Einkommen und ziehe mein Geschäftsmodell auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so in den letzten Jahren nicht mehr ganz so weit verbreitet, weil das ist natürlich immer so ein Modell, da irgendwann früher oder später kommt dann jemand und baut das Feature oder das proprietäre Feature dann auch nach, was ja urheberrechtlich zulässig ist und bietet es dann kostenfrei an. Also das ist sicherlich jetzt ein Modell, was mir jetzt nicht mehr so häufig über den Weg läuft und natürlich dann der ganze Bereich Open Source Compliance. Oder was muss ich unternehmen, damit es überhaupt nicht zu einem Lizenzverstoß kommt? Wenn man sich mal anschaut, was so die häufigsten Streitpunkte sind bei Auseinandersetzungen um Open Source Verletzungen, das sind eigentlich diese Punkte, die ich mal hier an die Wand geworfen habe. Es geht dann eigentlich los bei der Frage, welche Rechte kann ich eigentlich geltend machen? Bin ich jetzt
Erst- oder ursprünglicher Entwickler habe ich jetzt nur einen Teil am Entwicklungsprozess beigetragen und kann das deshalb unter Umständen auch nur Bearbeiterurheberrechte geltend machen. Wie sieht das aus mit der Wirksamkeit der Lizenzierung? Ist die Software tatsächlich auch wirksam überhaupt lizenziert worden? Ist die Lizenz überhaupt anwendbar und in welcher Rechtsordnung bewegen wir uns? Dann natürlich die Frage der Reichweite der Lizenzpflichten. Darauf werden wir dann gesondert auch nochmal ein bisschen ins Detail eingehen. Natürlich dann auch zusammenhängend mit der Rechtsinhaberschaft und der Wirksamkeit der Lizenzierung erstreckt sich die Lizenz dann auch auf Weiterentwicklungen der Software oder welche Möglichkeiten bietet welche Lizenz, dass ein Teil der Software eben nicht zum Beispiel unter dem Copyleft fällt und ein anderer Teil dann doch. Und ein Punkt, der jetzt in der jüngeren Zeit doch sehr häufig auftritt, ist, wenn es jetzt längere Zeit zu einem Lizenzverstoß gekommen ist, stellt sich dann immer die Frage, kann ich überhaupt einen Schadensersatz geltend machen, wenn ich jetzt wenn ich Entwickler bin und festgestellt habe, zum Beispiel eine Universität hat meine Software jahrelang irgendwie nicht lizenzkonform angeboten. Was gibt es da für Möglichkeiten, einen Schaden zu generieren? Vielleicht das schon mal vorab. Im Urheberrecht in Deutschland ist es so, man hat die Möglichkeit, den Schaden nach drei Modellen zu berechnen. Das ist natürlich so einerseits die klassische Berechnungsmethode, dass man sagt, so was ist mir eigentlich so an Gewinn verloren gegangen, beziehungsweise was habe ich an Schaden erlitten? Das ist natürlich in der Regel fast nie zu beziffern. Deshalb gibt es alternativ die Möglichkeit zu sagen, na gut, dann schauen wir uns mal an, nicht was habe ich für Verlust gemacht, sondern was hat der Verletzer für Gewinn gemacht mit der Software? Das ist natürlich bei in den Fällen nicht sehr hilfreich, wenn ich jemanden auf der Verletzerseite habe, der mit der Software keine Umsätze generiert hat. Dann läuft natürlich diese Berechnungsmethode in die Leere. Und zum Dritten gibt es dann noch die Möglichkeit, das Ganze über eine fiktive Lizenzberechnung zu liquidieren, dass man sagt, so, du hast hier die Software, was wäre ein vernünftiger Lizenzsatz gewesen für den Fall, wie du die Software dann tatsächlich eingesetzt hast. Und zwar, das ist der Punkt, man muss natürlich dann immer schauen, nicht wie ich sie lizenzgemäß eingesetzt hätte, sondern was wäre passiert, wenn ich dir die lizenzwidrige Nutzung lizenziert hätte. Das spielt da eine ganz maßgebliche Rolle. Und dann natürlich die Frage, wie komme ich eigentlich aus dem Lizenzverstoß wieder raus? Was muss ich dafür tun? Das spielt in der Praxis natürlich auch immer eine Rolle, um zu sagen, es reicht jetzt nicht aus, dass ich mich einfach wieder lizenzkonform verhalte, sondern welche Schritte muss ich unternehmen, um dann tatsächlich dann auch ein Gerichtsverfahren zu vermeiden. Also das geht dann so in die Richtung Unterlassungserklärung, solche Sachen, aber da gehen wir dann auch nochmal in Detail drauf ein. Warum ist das hier auch in Deutschland so, ich sag mal, so gehäuft, die Auseinandersetzung mit Open Source Software? Das liegt vor allem daran, zum einen, weil die Durchsetzung schon relativ früh begann. Also ich glaube, so die ersten Entscheidungen, die stammen so aus den Jahren 2004, 2006. Das heißt, die Gerichte haben natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung und Expertise hier in Deutschland. Und wenn man sich mal die Rechts- oder die Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung im Vergleich zu anderen Ländern anguckt, dann ist es so, in Deutschland bekommt man eigentlich relativ schnell auch eine Untersagung, wenn es tatsächlich zu einem Urheberrechtsverstoß gekommen ist, also Stichwort einstweilige Verfügung und solche Sachen. Das geht in Deutschland im Vergleich jetzt auch zu anderen Rechtsordnungen relativ schnell und das wird immer so ein bisschen übersehen und da lachen Sie wahrscheinlich jetzt, wenn ich Ihnen das sage, im Vergleich jetzt zu Frankreich oder zu Großbritannien. Gerichtsprozesse hier in Deutschland sind verhältnismäßig günstig zu führen. Das heißt, da hat man natürlich, wenn man eine gewisse Kriegskasse hat, hier relativ
mehr Möglichkeiten, um tatsächlich dann auch zu seinem Recht zu kommen. Und zum anderen ist es so, dadurch, dass es in Deutschland, sagen wir mal so, relativ einfach ist, relativ schnell die Verstöße durchzusetzen, ist es in letzter Zeit, so, ich würde mal sagen, so in den letzten 3-4 Jahren vereinzelt dazu gekommen, oder wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so vereinzelt, dass einige Entwickler sich gedacht haben, naja, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, um nicht nur die GPL zur Durchsetzung zu verhelfen, sondern um unter Umständen auch noch dran zu verdienen. So ähnlich wie man das natürlich dann bei diesen ganzen File-Sharing-Abmahnungen kennt, gibt es mittlerweile ein, zwei, drei Akteure, die sich darauf spezialisiert haben, gar nicht so sehr, natürlich auch, die GPL-Verstöße zu verfolgen, aber da aufgrund der Tatsache, dass sie da Rechte haben an dem Code, dass sie dann auch Schadensersatz oder insbesondere dann auch, wenn eine Unterlassungserklärung abgegeben wurde mit einer Vertragsstrafeverpflichtung, dann eben auch die Vertragsstrafen zu liquidieren. Und das, da sind die Gerichte in Deutschland relativ streng. Wenn man natürlich ein Produkt hat, das in mehreren tausend Stückzahlen abgesetzt wird, dann können da schnell Vertragsstrafen von 5- bis 6-stelligen Beträgen zustande kommen. Und da haben eben oder sind eben einige auf den Geschmack gekommen und haben das als Geldquelle entdeckt. Deswegen gibt es seit einiger Zeit auch Bestrebungen in der Community. Wer den ersten Tippfehler findet, der kann ihn behalten. Das soll FSF heißen. Gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen, die das GPL enforcen, beziehungsweise wie werden Lizenzverstöße verfolgt und auch beseitigt, zu formalisieren und bestimmten Grundsätzen zu unterstellen. Also bei der FSF ist es so, nach deren Grundsätzen soll vor allem dann die Wiederherstellung der Lizenzkompatibilität im Vordergrund stehen und gerade nicht ein Financial Gain, wie es da so schön heißt, und vor allem die Einschaltung von Gerichten soll eigentlich immer nur das Mittel der letzten Wahl sein. Also wenn es gar nicht anders geht, wenn sich jetzt ein potenzieller Verletzer tatsächlich auf die Hinterbeine stellt und sagt, nee, mache ich nicht, dann soll das immer nur die letzte Möglichkeit sein, um tatsächlich dann auch der GPL zur Geltung zu verhelfen. Wo sich das Ganze tatsächlich dann auch mal entzündet hat, sind die Rechte am Code von Netfilter. Da gab es einen Entwickler, der dieses ganze Abmahnwesen mal so ein bisschen professionalisiert hat für sich und ausgenutzt hat. Und seitdem gibt es da eben auch diese Netfilter-FAQs zu dem Punkt, wie verhalte ich mich, wenn ich angeschrieben werde und eine vermeintliche GPL-Verletzung wird geltend gemacht. Und sozusagen recht frisch aus dem Drucker, die Practical GPL Compliance Digital der Linux Foundation, die ist, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall dieses Jahr erst rausgekommen. Das ist so ein 50-seitiges Kompendium, wo mal dezidiert aufgedröselt wird, wie muss ich mich welche Schritte muss ich unternehmen, um lizenz-compliant mich zu verhalten. Genau. So, das ist nochmal eine kurze Übersicht darüber, was sind eigentlich so die Standardbedingungen, um jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt Open-Source-Software. Da gibt es, wie Sie wahrscheinlich wissen, keine dezidiert feststehende Definition. Da gibt es Open-Source-Software-Definition, dann von der FSF gibt es etwas abweichendere Definition, was jetzt als Open-Source-Lizenz zu gelten hat. Wenn man das Ganze mal überkreuzlicht und guckt, was bleibt übrig, dann sind das eigentlich diese 4 Punkte, die in jedem Fall in irgendeiner Weise erfüllt sein müssen. Also, dass der Quellcode natürlich offengelegt wird, das ist Selbstreden. Wie sieht es aber dann auch aus mit der Weitergabe der Software, insbesondere auch von Veränderungen? Und
dürfen Veränderungen überhaupt vorgenommen werden? Und zum Schluss eine ganze Reihe von Regeln, die ich mal zusammenfassen würde unter diskriminierungsfreie Rechtseinräumung. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich Code habe, dass ich nicht sage, naja, der darf jetzt nur auf diesem System oder nur auf diesem System verwendet werden, sondern dass man sagt, so in diesem Fall eine Portabilität muss in jedem Fall sichergestellt sein. Wenn man sich mal die Lizenzmodelle genauer anguckt, dann lassen die sich dahingehend klassifizieren, dass man sich anschaut, naja, es gibt Lizenzen, die sind zwar Open Source, aber die umfassen keine Verpflichtungen, dass Weiterentwicklung oder dass der Code, auch wenn er nicht weiterentwickelt wird, unter denselben Bedingungen wieder weitergegeben wird. Und das sind eigentlich diese ganzen Non-Copyleft-Lizenzen, nennen wir die. Das bekannteste ist die BSD und auch die Apache License. Demgegenüber natürlich immer Lizenzen, die auf diesen Copyleft-Aspekt besonders Wert legen. Das ist natürlich die GPL. Wobei man dort innerhalb der Copyleft-Lizenzen auch noch differenzieren kann. Also es gibt Lizenzen wie die GPL 2 insbesondere mit einem sehr strengen Copyleft. Also das heißt, alles, was ich verändert habe an der Software, das muss dann auch unter der GPL 2 weiter vertrieben werden. Hingegen bei der LGPL oder auch bei der Mozilla Public License ist es so, da gibt es dann bestimmte Kriterien, wo man sagen kann, naja, ich habe zwar was ergänzt bei der Software, aber ich habe jetzt nicht im Code selber Sachen hinzugefügt, sondern nur Dateien hinzugefügt. Und da gibt es eben bestimmte Modelle, wo man sagt, naja, diese ganzen Hinzufügungen, die sich jetzt auch physisch trennen lassen, das unterfällt nicht dem Copyleft. Und um dort eben auch in diesen Bereichen besser eine proprietäre Anbindung zu bekommen und dann eben auch die ein bisschen flexibler zu sein bei der Lizenznutzung. So, dann gibt es noch Lizenzen mit Wahlmöglichkeiten und natürlich auch Dual Licensing, aber letzteres kommt eigentlich immer nur dann in Betracht, wenn man tatsächlich selber auch sämtliche ausschließliche Nutzungsrechte hat, sodass man von vornherein bestimmen kann, naja, den Teil will ich jetzt Open Source lizenzieren, einen anderen Teil proprietär. Und wenn man auch von vornherein sicherstellen kann, dass dann auch im weiteren Verlauf dann beide Forks dann auch nicht miteinander vermischt werden. Insbesondere dann, wenn der Open-Source-Teil dann auch unter einer Copyleft-Lizenz unterfällt. Da ich so viel über Copyleft gesprochen, wie funktioniert das eigentlich? Ist mal die Klausel aus der GPL2 mit einer der striktesten, der bekanntesten Lizenzen. Also, dass alles, also in whole or in part, weitergegeben unter der GPL2 werden muss und natürlich dann auch Weiterentwicklung. Ein Missverständnis, was immer auftritt, ist, dass diese Copyleft natürlich immer erst dann greift, wenn ich die Software weiter verbreite, also distribute or publish. Das heißt, interne Weiterentwicklung, auch konzernintern, die führen jetzt nicht so ohne weiteres dazu, dass jetzt der Code oder der ergänzte Code dann auch automatisch unter das Copyleft fällt. Und deshalb gerade so in konzerninternen Strukturen ist es so, dass man dann auch durchaus schaut, wie laufen bestimmte Entwicklungen und dann auch an dem Code, an dem GPL-Code herumprobiert, aber nicht unbedingt dann auch gezwungen sein muss, dann diesen Code dann auch unter der GPL dann zu veröffentlichen. Was passiert dann, wenn eigentlich ich gegen das Copyleft verstoße? Also wenn ich jetzt gegen bestimmte Lizenzpflichten verstoße, dann ist es so, die Lizenz fällt dann automatisch weg. Also das ist jetzt für uns mittlerweile eine Binsenweisheit, für die rechtlich interessiert sind. Das Ganze folgt über eine sogenannte auflösende Bedingung. Das heißt, die Rechte werden so lange
gewährt, bis jetzt eben diese Bedingung eintritt, dass die Rechte wegfallen sollen. Das ist eben in der GPL 2 relativ klar erklärt, aber auch nicht so ohne weiteres zwingend. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, der Lizenzvertrag, das ist ja rechtlich gesehen ja, so eine Art Dauerschuldverhältnis wie jetzt Miete oder wie ein Arbeitsvertrag, dann könnte man ja sagen, naja, wenn ich jetzt gegen die Vertragsbedingungen verstoße, das führt jetzt nicht erstmal dazu, dass der Vertrag oder irgendwelche Rechte wegfallen, sondern das ist eine Pflichtverletzung, die muss dann abgestellt werden, gegebenenfalls kann die abgemahnt oder beanstandet werden, und wenn die nicht abgestellt wird, dann müsste der Vertrag gekündigt werden, und erst dann, wenn die Kündigung wirksam ist, fallen dann die Rechte weg. So aber nicht die GPL, meines Erachtens zu Recht, denn der Wortlaut ist da relativ eindeutig, wenn da gesagt wird, will automatically terminate your rights under this license. Dann spricht das dafür, unabhängig davon, ob jetzt der Lizenzvertrag als solcher besteht oder nicht, auf jeden Fall die Lizenzrechte sind weg. Genau. Die Frage ist natürlich, kann ich das irgendwie wieder auch heilen? Denn ich kann ja sagen, naja, ich verhalte mich dann irgendwie wieder lizenzkonform, ich stelle den Verstoß ab und dann erwerbe ich ja wieder automatisch Rechte. Das ist richtig, dann kann man natürlich kommt man wieder in den Genuss der Lizenz und der dortigen Rechte und kann dann unter Umständen dann ja auch, solange man sich dann weiter dran hält, dann die Software entsprechend dann auch verwenden. Gilt aber dann nicht, wenn beziehungsweise andersrum, das hat jetzt aber dann auf die Frage, ob dann die Ansprüche wegen Urheberverletzung weiter bestehen oder nicht, keinen Einfluss. Denn unter deutschem Urheberrecht ist es so, naja, wenn es erstmal zu einem Verstoß gekommen ist, dann bleiben die Rechte dann auch erstmal, die Rechte wegen der Verletzung, also Unterlassungsanspruch oder Schadensersatzanspruch, dann erstmal bestehen. Selbst dann, wenn ich dann später mir die Rechte dann wieder verschaffe. Denn jedenfalls für einen gewissen Zeitraum hatte ich die Rechte ja nicht. Das ist übrigens auch ein Punkt, der jetzt im Verhältnis zur GPL 3 anders geregelt ist. Dort ist ja vorgesehen, dass zwar auch automatisch die Rechte wegfallen, aber unter bestimmten Voraussetzungen können die Rechte dann wieder erworben werden. Und da könnte man sich dann unter Umständen überlegen, naja, wenn ich diese Voraussetzung da erfülle, dass dann nachträglich ich mir dann auch für den Zeitraum des Verstoßes dann die Rechte wieder beschaffe und dadurch dann die ganzen Ansprüche wegen einer Urheberrechtsverletzung dann gar nicht mehr vorhanden sind. Aber das ist jetzt auch ein Punkt, der ist jetzt auch noch nicht so mal von den Gerichten thematisiert worden. Dann mache ich mal weiter mit den Lizenzpflichten. Am Beispiel der GPL. Hier natürlich zunächst die Mitlieferung des Lizenztexts. Die GPL 2, die stammt natürlich ja auch noch aus einer Zeit, wo jetzt noch nicht sehr viel Code online genutzt wurde, sag ich mal. Da ist eigentlich so die Lizenz geht dann immer davon aus, dass der Code in irgendeiner Weise auf einem Datenträger weitergegeben wird, und dort besteht dann eben die Verpflichtung, dass der Lizenztext selber auch auf dem Datenträger beziehungsweise dann sogar noch in gedruckter Form weitergegeben werden muss. Bei Online-Bereitstellung würde wohl jetzt auch ausreichen, dass zumindest dann auch der Lizenztext selber dann auch online vorgehalten wird. Was allerdings nicht reicht, und das ist auch gerichtlich ausgeixt, dass ich sowohl entweder auf dem Datenträger oder auch online irgendwie auf eine dritte Webseite sage und dort auf einen Lizenztext verweise. Also ich muss auch schon selber dafür sorgen, dass der Lizenztext bei mir vorhanden ist. Ja? Falls ich den Lizenztext ändern sollte, bleibt der in physischer Form übergebene zeitlich unbefristet gültig? Ja, denn die
Die Lizenz bleibt ja bestehen. Also die Lizenz ändert sich ja nicht. Also nur weil sich jetzt die Version meinetwegen der GPL 2 oder der GPL 3 ändert, ändert sich ja an der ursprünglichen, an den Lizenzbedingungen ja nichts. Das bleibt ja dann auch erstmal GPL 2-Code. Ja? Was ist mit Software, die Komponenten enthält mit einander widersprechenden Lizenzen? Beziehungsweise, ja ich weiß jetzt nicht, das ist denkbar. Also, ja, na klar. Reicht es dann, wenn man, oder muss man dann den Lizenztext nehmen von der strengsten Lizenz, von allen, für jede Komponente? Und was macht man eben mit dem Widerspruch? Da muss man, das ist in der Tat, das sind diese, das ist, läuft alles unter dem Stichwort Lizenzkompatibilität. Da muss man sich dann in der Tat dann genau anschauen, welche Lizenz passt zu welcher Lizenz. Also gibt es da Überschneidungen, die es mir erlauben, den veränderten Code unter einer Lizenz weiter zu vertreiben, der beiden Lizenzen entspricht. Das ist nicht immer der Fall. Da muss man sich dann genau angucken, wie das läuft. Also gibt es teilweise auch so Tabellen oder Matrizen, wo man mal aufgemalt hat, welche Lizenz passt zu welcher. Aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn man die benutzen will. Man muss sich dann genau gucken, bei welchen Lizenzpflichten kneift es. So, und das ist, lässt sich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Also man kann vielleicht sagen, dass die GPL 2 und die GPL 3 kompatibel sind, aber alles, was jetzt insbesondere bei Lizenztypen ist, die jetzt kein Copyleft haben, da wird es dann schon sehr komplex. Und das muss man sich dann im Detail angucken. Hm? Ja, wenn man jetzt beispielsweise eine Anwendung benutzt, die also alle möglichen Submodule oder Frameworks enthält. Mhm. Das ist ja häufig, das hat man dann ja schon 20 Frameworks oder so, bei einem Ding da mit dabei sind. Ja. Jedes Framework mit einer anderen Lizenz, vielleicht, also genügend dafür gibt es ja. Und dann alle Lizenztexte. Das ist so. Also ich habe mir mal angeschaut, wie zum Beispiel Daimler-Benz das macht. Die verbauen ja in ihren Karren mittlerweile auch sehr, sehr viel Software. Und die haben ein ganzes Kompendium rausgebracht, wo nur Lizenztexte drin sind. Das hat über 100 Seiten. Die OSI-Listung, die auch so knapp 300, 400 Lizenzen. Ja. Also genau, und wir haben bei uns auf der Website auch so die gängigsten Lizenztexte, versuchen dann auch immer die ganzen Lizenzen dann oder auch die Verlinkung da aktuell zu halten. Aber da sind, glaube ich, jetzt auch schon, weiß nicht, über 100, 200 drauf. Da glaube ich, dann aufgehört zu zählen, aber das ist... Wie sieht das eigentlich aus bezüglich militärischen Ausschlussklauseln, schrägstrich Zivilklauseln, Lizenzen? Gibt es da sinnvolle Wege, da das Open-Source-kompatibel zu halten? Und trotzdem die Nicht-Diskriminierung halt. Genau, das ist dann eben der Punkt. Also da würde ich mich schwer tun, jetzt von vornherein zu sagen, meine Software darf jetzt nicht auf Panzern laufen oder sowas. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Gut, aber ich mache mal weiter. Ich habe noch ein bisschen was hier auf dem Zettel. Sonst... Wenn sich Fragen ergeben, jetzt muss ich mal gucken, wo waren wir? Das hatten wir? Hier waren wir, genau. Klassische Pflicht, Bereitstellung des Quellcodes. GPL 2 ist an der Stelle auch relativ streng, verlangt da eben noch Übergabe eines Datenträgers oder eben ein verbindliches befristetes Angebot zur Lieferung des Quellcodes. In den neueren Lizenzversionen oder zum Beispiel auch in der MPL ist es so, dass es dann auch ausreicht, wenn der Quellcode online zugänglich gemacht wird. Das heißt, auf der entsprechenden Hersteller- oder Entwickler-Website dann zugänglich gemacht wird oder bereitgehalten wird. So, bei der Frage, was muss bereitgehalten werden, da kann man sich ja überlegen, ich habe Code und der wird dann regelmäßig dann irgendwie auch gebugfixt. Also da ändert sich jetzt an der Funktionalität nicht so viel, aber ich merze da ein paar Fehler aus. Muss ich in diesem Fall dann auch immer jede Code-Version dann
bereitstellen oder reicht es nur aus, wenn ich dann irgendwie funktional sich bestimmte Änderungen ergeben haben und ich dann immer nur sozusagen dann die Major-Versionen dann bereitstelle? Nee, das reicht nicht. Also es muss schon wirklich dann auch der korrespondierende Quellcode sein. Also ich muss dann, es muss sichergestellt sein, dass ich dann auch auf diese minimalen Änderungen Zugriff habe, was ja auch verständlich ist, denn man dadurch will man ja, da soll ja nicht ermöglicht werden, dass man eben diese ganzen Bugfixes dann aus der Veröffentlichungspflicht rauskickt. Und deswegen sehr, sehr streng an dieser Stelle. Es muss dann immer auch der passende Quellcode sein. Ja? Wenn ich eine Anwendung nur nutze, ja, also wenn man im Internet einen Server aufsetzt mit irgendwas, ja, die Anwendung im Grunde ja nur nutzt. Also man gibt sie insofern weiter, als der Code ja möglicherweise auch auf den Rechnern der User ausgeführt wird. Ja, ja. Aber an sich ist es ja nur eine Nutzung. Führt das trotzdem zu den gesamten Verpflichtungen, die mit der Weitergabe verbunden sind? Das heißt, ich kann dann auch ich habe die Möglichkeit, wirklich nur auf die Funktionalität zuzugreifen, aber jetzt nicht sowohl den Object Code oder den Quellcode zu. Nee, ich meine, wenn man eine Software auf einem Server läuft, ja, benutzt, ja, dann wird natürlich bestimmte Dinge vielleicht laufen auf dem Rechner des Clients ab, also des jeweiligen, der darauf zugreift. Ja. Ist das bereits eine Weitergabe oder ist das, die dann also die ganzen Verpflichtungen nach sich zieht? Oder habe ich da keine Verpflichtung? Wenn Code tatsächlich übertragen wird, dann meines Erachtens ja. Also ich meine, JavaScript zum Beispiel, ja, ist dann zum Beispiel, ja, was eigentlich fast überall dabei ist. Ja. Wenn ich jetzt tatsächlich nur auf die Funktionalitäten zugreife, das heißt jetzt mein Browser oder so, interagiert nur, ohne dass jetzt... Der Browser des Users, ja, ja, interagiert. Ja, ja. Dann sicherlich nicht, aber in dem Moment, wo dann tatsächlich auch Code fließt, also übertragen wird. Ja. Das ist schon eine interessante, ja, Frage, weil, ja, ich kann ja irgendwie einen Web-Service-Software haben, wo die ganzen Server-Komponenten natürlich nur bei mir liegen und auf meinem Webserver ausgeführt werden. Genau. Aber Teile dieser Software sind eben JavaScript und der JavaScript-Code wird ja im Prinzip an den Benutzer ausgeliefert. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, okay, damit, dass ich im Prinzip ja einen Teil dieses ganzen Softwarepaketes ausgeliefert habe, müsste ich nicht eigentlich den ganzen Code. Ja, und teilweise werden ja dann auch immer nur für den jeweiligen Vorgang generiert, der Code. Ja, und dann, na, das, ja, die JavaScript ja nicht. Ja. Die sind ja einfach eine Web-App, die JavaScript-Code hat und dann GPL-V2 steht. Das rufe ich dir auf, ist die Frage. Ja. Und ich habe Minify den JavaScript-Code, das heißt, er ist halt quasi kompiliert. Mhm. Und damit nicht mehr in der Originalfassung. Die Lizenz ist ja dann auch nicht mehr enthalten in dem Minify-Code. Ja. Was bedeutet das? Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also das hat jetzt auch noch keiner mal so versucht durchzuziehen. Aber in der Tat, wenn man das streng genommen nimmt, dann ist das ja veränderter Code, der unter die GPL fällt. Und so kriegen wir nämlich Google am Arsch. Ja? Ich habe ein bisschen abweichend davon. Ja? Nehmen wir mal bei mir auf meinem Server, da läuft ein System, was von außen einfach nur über den Browser genutzt wird. Mhm. Also keinerlei Software übertragen wird. Ja, ja. Muss ich dann überhaupt fürchten, angegriffen zu werden wegen Urheberrechts- oder Patentverletzung, weil von außen ist ja keine Sicht auf den, ja, auf den Server. Und gibt es da sowas wie das einer, der meint, der behauptet, ich hätte gegen Patente oder Urheberrechte, ja, verstoßen, dass er ein Auskunftsrecht geltend macht, ich soll gefälligst offenlegen, ja, die Technik nicht auf meinem, ja, Server habe. Also zum einen muss man da so ein bisschen unterscheiden zwischen Urheberrecht und Patentrecht. Ja, bei Urheberrecht geht es immer nur darum, so kommt eine Urheberverletzung eigentlich immer nur dann in Betracht, wenn ich tatsächlich Code habe, den ich selber verändert habe und weitergebe oder öffentlich zum Download anbiete oder solche Sachen. Patentverletzung muss man so ein bisschen differenzieren. Da muss man sich dann erstmal anschauen, was ist das eigentlich für ein Patent? Also habe ich einen Vorrichtungsanspruch oder einen Verfahrensanspruch? Und
werden die Patentansprüche durch das, was ich da auf der Webseite oder wie ich auf der Webseite interagieren kann, werden die erfüllt. So, und wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann wird das wahrscheinlich auch mit einer Patentverletzung eng. Aber Sie haben ja nach den Auskunftsansprüchen gefragt und da ist es so, die gibt es in der Tat, auch wenn ich jetzt noch keinen handfesten Beweis dafür habe, dass es eine Rechtsverletzung ist, sozusagen, um erstmal aufzuklären, ist es da eine Rechtsverletzung, aber ich muss dann in diesen Fällen schon sehr konkret darlegen und sagen so, ich will das und das haben und wenn ich das und das habe, dann das ist dann sozusagen das fehlende Puzzleteil für diese Urheberrechtsverletzung. Ich muss dann halt sozusagen darlegen, so, das ist halt, ich habe diese und diese Rechte und nur durch das Teil, was mir noch fehlt, sozusagen, wird es dann auch, kann ich dann auch die Urheberrechtsverletzung nachweisen. So. Ist das nicht ähnlich wie bei Bildern auch, wenn ich ein Bild habe, wo ich das Urheberrecht habe, das darf ich ins Internet stellen. Ja. Darf sich auch jeder angucken und trotzdem hat er nicht irgendwie damit was anderes genau zu machen, als das anzugucken. Genau, und das ist ja auch eine gesetzesimmanente Schranke bei Software, dass ich, also beziehungsweise, dass die Urheberrechte nicht eingesetzt werden können, um jetzt die um die reine Funktionsnutzung der Software zu untersagen. Sondern da geht es ja immer nur darum, dass der Code in irgendeiner Weise unberechtigt weitergegeben wird, ja? Ja, wieder das ist der Serverpunkt. Ich benutze also eine unter GPL stehende Server-Software, habe die aber modifiziert für meinen Server, also an bestimmte Punkte angepasst. Ja. Immer noch läuft sie nur auf meinem Server, jetzt mit Ausnahme der JavaScript-Welt, natürlich beim Client. Ja, ja. Fängt das dann schon an mit, sind die JavaScripte der einzige Aspekt, unter dem man da sagen könnte, das ist eine Weitergabe? Oder muss ich dann den Quellcode zugänglich machen? Ja. Wenn ich das dann muss, ist es ausreichend, wenn ich einen Link zu meinem GitHub oder was da drauf habe? Also wir reden jetzt über die GPL. Wir reden jetzt über die GPL 2, oder? Ja, ich glaube, das ist die strengste. Ja. In der GPL 2 ist ja die Rede nicht nur davon, dass es weitergegeben wird, sondern auch veröffentlicht wird. So. Das würde ich sogar auch noch nicht. Also das kommt darauf an, wenn Sie sagen, so ich biete jetzt die Software auch zum Download an. Wenn Sie sagen, Sie bieten die Software zum Download an. Die läuft eigentlich auf dem Server. Also, ich benutze sie bestimmungsgemäß, weil es eine Server-Software ist. Ja, ja. Habe aber eben was dran geändert, weil das für meine Bedürfnisse besser passt. Aber das ist jetzt ja keine Konzernsituation, sozusagen. Denn die Nutzer können ja überall, je nachdem, überall im Internet sitzen. So aus dem Stegreif würde ich sagen, nee, nicht unbedingt. Ja? Aber dazu jetzt auch die Frage stehen, wie diese JavaScript-Leitung ist überhaupt unter GPL V2, sondern das Gängige, was man so nutzt, ist eigentlich nicht unter GPL lizenziert. Ja. Diese Standard-JavaScript-Library ist. Okay. MIT meistens, beziehungsweise Apache. Also wenn, da muss man sich natürlich dann die Lizenz angucken, ne? Wenn das jetzt eine Lizenz ist ohne Copyleft oder mit einem schwachen Copyleft, wo jetzt solche Sachen dann auch nicht mehr unter die Copyleft-Klausel fallen, dann ist man natürlich draußen. Ja. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was heißt also, wenn diese JavaScript-Library selber nicht unter GPL V2 steht, sondern unter MIT oder unter BSD oder was anderes, dann sieht man einen Boden einfach aus. Ja, ja, dann kommt das nicht aus. Ja, der Punkt ist ja oft, dass du eine Applikation oder jemand entwickelt eine Applikation, stellt irgendeine GPL, nutzt dann jQuery und sowas, da hast du recht, aber der eigentliche JavaScript-Code ist ja meistens, wenn überhaupt, lizenziert mit GPL. Gut. Weitere Pflicht ist die Pflicht, darauf hinzuweisen, dass die Software urheberrechtlich geschützt ist und auch unter der GPL steht. Das ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich bei der GPL steht ja auch ausdrücklich drin, dass sie unentgeltlich weitergegeben werden muss. Das schließt allerdings nicht aus, dass ich Autokosten anrechnen kann.
genau, die Portokosten, das steht, glaube ich, ausdrücklich drin, aber eben auch dann so das Drumherum, wenn ich die jetzt installiere für jemanden anders oder die zusammen mit anderen Softwarekomponenten vertreibe, ohne dass es jetzt zu einem genau, also diese ganzen Distributionsmodelle basieren ja auch darauf. Bei der GPL3 steht das jetzt auch ausdrücklich drin, dass ob und inwieweit jetzt eine kommerzielle Nutzung auch notwendig möglich ist. Und bei der GPL2 auch ausdrücklich erwähnt, dass keine zusätzlichen Lizenzbeschränkungen eingeführt werden sollen. Also das ist dann wieder dieser Aspekt diskriminierungsfreie Lizenzierung. Was haben wir noch an Lizenzpflichten? Genau, das ist, dass das Ganze natürlich dann auch für Derivative Works gilt. Da auch wieder der Aspekt, nur dann, wenn ich die Veränderung auch veröffentlichen oder verbreiten will, dass jedenfalls ab dann erst die Copyleft-Klausel greift. Und das ist eigentlich so der interessanteste Streit, jetzt auch nicht nur im Zusammenhang mit der GPL2, sondern auch mit anderen Copyleft-Lizenzen. Was ist eigentlich ein Derivative Work? Also ab wann muss ich dann auch die entsprechenden Lizenzpflichten beachten bei verändertem Code? Eindeutig ist es in der Tat, wenn ich selber im Quelltext Veränderungen vorgenommen habe. Wie sieht das aber aus, wenn ich jetzt unterschiedliche Komponenten sozusagen, also in unterschiedlichen Dateien auch zusammenfasse? Da ist es zum Beispiel bei der Mozilla Public License so, da wird ausdrücklich gesagt, wenn das halt eine klare File-Trennung ist, fällt dann nicht unter das dortige Copyleft. Oder wie sieht das auch aus mit geladenen Codebestandteilen? Also das geht dann auch wieder so in die Richtung JavaScript. Fällt das dann auch unter das Derivative Work? Und da muss man sich dann immer im Konkret dann wirklich genau die einzelnen, die Lizenzierung angucken und vor allen Dingen dann auch, welche Lizenz dann greift, um einschätzen zu können, ja, ich muss jetzt unter der oder ich muss jetzt unter einer anderen Lizenz den Code weiter vertreiben. Ja? Ist es bereits eine Weitergabe, wenn ich ein GitHub-Repo betreibe, einfach als habe, beispielsweise, ja, wenn man Patches liefern will zu einer anderen Software, mhm, muss man im Prinzip das forken und dann kann man um zu der eigentlichen Ursprungsrepo Pull-Requests machen zu können. Und wenn ich also das geforkt habe da, ja, dann habe ich, dann kommt da automatisch bei GitHub auch der Download-Button und alles. Mhm. Das heißt, das ist eine Weitergabe. Ich muss mich dann also in dem Moment bereits darum kümmern, dass auch das Originalprojekt keine Lizenzen verletzt, weil ansonsten würde ich die auch verletzen. Genau, in dem Moment, wo ich es dann zum Download bereitstelle, also... Ja. Dann hat man keine Möglichkeit, ja, ja, es zum Download bereitzustellen, weil GitHub das automatisch macht. Ja, ja, nee, na klar. Also das ist, da ist man dann... Siehe Terms of Service bei, ja, GitHub. Du gibst sogar GitHub eine Lizenz dafür, dass die es für dich veröffentlichen dürfen. Hm. Gab es in der letzten Lizenzänderung durchaus heftigste Diskussionen, weil bestimmte Projekte, die unter MIT oder BSD standen, ob die Lizenzen halt mit den Terms of Service bei GitHub inkompatibel waren. Hm. Und die hätten eigentlich die gesamten Projekte mit diesen Lizenzen halt offline nehmen müssen. Hm. Weil die Autoren, die den Forkette davon betreiben, gar nicht die Berechtigung haben, laut der Lizenz, die sie selber halt ja gekriegt haben, ja, dort GitHub genau diese Rechte zu geben. Ja, genau. Und dann wärst du natürlich ein Verstoß gegen die Bedingungen von GitHub so und dann wahrscheinlich deswegen würde man dann wahrscheinlich schon rausfliegen. Naja, das ist vielleicht, ja, noch das geringere, ja, Risiko, weil GitHub wird sich das überlegen, ob die da jetzt, ja, deswegen irgendwas unternehmen. Aber das Risiko ist natürlich, dass man dadurch mithaftet für alle Lizenzverstöße des Originalprojekts. Ist das so? Wird ja, man dadurch weil man es ja selber plötzlich auch anbietet zur Weitergabe. Obwohl man das eigentlich gar nicht will, weil man ja eigentlich bloß Patches zum Originalprojekt weitergeben will. Aber durch diesen Mechanismus bei GitHub, wenn da der Download-Button ist, nee, oder ist das GitHub, die das dann weitergeben? Nee, das ist dann schon. Oder ist das derjenige, der diesen
Das ist dann derjenige, der das bei GitHub dann auch einstellt. Und dann, ja. Also das heißt, also man muss damit. Ja, also genau, man kann dann irgendwie GitHub dann vielleicht irgendwie im Wege der Störerhaftung irgendwie in Anspruch nehmen, so dass sie das runternehmen. Also das kommt ja teilweise manchmal auch schon vor, dass wenn man da irgendwie einen Complaint macht, dass dann Sachen offline gehen. Dass die Urheberrechtsverletzung selber, also der Lizenzverstoß, das würde einem dann selber zugerechnet werden, ja. Da war noch eine Frage? Okay. Gut, aber das ist ein Punkt, da kann man sicherlich gut und gerne auch ein ganzes Wochenende mal mit verbringen und sich zu überlegen, was geht und wie weit gehen bestimmte Lizenzverpflichtungen. Letzter Punkt auf meiner Liste ist, wie werden eigentlich Lizenzverstöße dann auch durchgesetzt bzw. verfolgt? Ich hatte ja eingangs erwähnt, hier in Deutschland geht das relativ einfach und schnell. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es für die Frage, ist das jetzt überhaupt als urheberrechtliches geschütztes Werk schutzfähig, es eine ganze Reihe von Vermutungen gibt, die richterrechtlich entwickelt wurden, wo gesagt wird, naja, wenn das eine hinreichende Komplexität erreicht hat, dann gehen wir erstmal davon aus, dass das Software ist und wenn dass das nicht nur Software ist, sondern dass es eben auch urheberrechtlich geschützt ist. Und wenn du Verletzer das in Zweifel ziehen willst, dann musst du mal darlegen, warum das nicht so komplex ist. Aber das ist in der Regel jetzt bisher weniger das Problem gewesen. Es gibt allerdings eine Entscheidung vom Landgericht Hamburg aus dem letzten Jahr, wo diese ganzen Punkte gar nicht so sehr berücksichtigt worden sind, sondern wo dann gesagt wird, naja, hier trotz Vorlage von Git Repositories und Blame-Dateien gehen wir nicht davon aus, dass da überhaupt Urheberrechte vorliegen. Das geht da um diese Code oder angebliche Codeverletzung von VMware. Die haben sich für ihren ESXi-Software oder das, darum dreht sich der Streit, ist die Frage, ob sie sich da aus Kernel-Code, Linux-Kernel-Code bedient haben. Und ein Entwickler hat an seinen Bestandteilen die Urheberrechte geltend gemacht, allerdings nicht komplett, sondern eben nur die Bearbeiter Urheberrechte. Das heißt, er musste im ersten Schritt darlegen, so, das ist der ursprüngliche Code. Das sind Sachen, die ich hinzugefügt habe und auch die sind hinreichend schutzfähig, dass ich daran Urheberrechte geltend machen kann. Und er hat das eben versucht, durch Auszüge aus dem Git-Repository und Blame-Dateien zu belegen. Und da hat das Gericht gesagt, nö, das ist uns nicht hinreichend dargelegt. So, das ist natürlich schwierig, weil an dieser Stelle muss man sich fragen, was für Möglichkeiten hat man denn eigentlich noch, seine Entwicklertätigkeit dann darzulegen. Das heißt, wenn das so Bestand haben sollte, dann müsste man sich überlegen, naja, gibt es dann überhaupt Möglichkeiten zu sagen, so, ich kann mich hier auf zumindest meine Bearbeiter-Urheberrechte berufen und sagen, und die dann gegen potenzielle Verletzer geltend machen. Also das ist momentan ein relativ heikler Punkt. Das Ganze liegt jetzt auch schon beim Oberlandesgericht Hamburg in der Berufung und da muss man mal gucken, wie das ausgeht. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das dann auch noch weitergeht, weil auf Anhieb, oder als ich das gelesen habe, die Entscheidung, hatte ich mir wirklich die Frage gestellt, ja, wie will man es denn sonst belegen? Dass man bestimmte Änderungen vorgenommen hat, wenn nicht aus den entsprechenden Repositories. Natürlich kann man sich dann immer darüber streiten, so, naja, weiß mir mal nach, dass du dann, also wenn man dann irgendwie ein Pseudonym verwendet, irgendwie weiß mir mal nach, dass du Zipfelzwerg 81 bist oder sowas, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja schon generell um die Frage, ist das überhaupt ausreichend, um seine Rechtsinhaberschaft im Code zu belegen? Und das ist natürlich schwierig, wenn das dann durch so eine Entscheidung wesentlich erschwert werden würde.
Genau, was man natürlich dann auch immer belegen muss, so wenn man jetzt nicht alle Rechte hat, sondern dann unter Umständen dann auch auf Rechte von Dritten zurückgreifen muss, dass man sie sich dann auch entsprechend einräumen lassen kann. Das ist also mal Voraussetzung, dass es auch die ausschließlichen Nutzungsrechte sind. Denn sonst könnte ja jeder Lizenznutzer von der GPL dann auch gegen potenzielle Lizenzverstöße vorgehen. Ob das eben auch aus anderen Gesichtspunkten möglich ist, also Stichwort Wettbewerbsrecht, das ist jetzt mal eine andere Frage, aber man muss dann auch immer zusehen, dass man die ausreichenden Rechte dann auch hat, wenn es nicht die eigenen Rechte sind. Ja? Ich habe eine Frage bzw. eine Anmerkung zu dem Fall. Also auf der einen Seite bedeutet ja, wenn sich die Richter dem Urteil anschließen, dass man im Prinzip keine Rechtsdurchsetzung machen kann beim Linux-Kernel, also oder bei Projekten, die ähnlich aufgestellt sind. Ja, oder man. Wenn jeder Bearbeiter ist. Ja. Auf der anderen Seite spricht doch aber die GPL konkret vom Release und nicht von dem Code-Stand. Also sprich, wenn ich das jetzt mal umdrehe und sage, der Linux-Kernel ist so gesehen, oder wird ja, es gibt ja eine offizielle Version vom Linux-Kernel und diese wird quasi weitergegeben. Ja. Und ist dann überhaupt noch das Bearbeiter-Urheberrecht gültig oder ist es nicht einfach eher dann das Urheberrecht, also nicht das Urheberrecht der einzelnen Personen, klar, aber sind das dann noch Bearbeiter oder sind das dann nicht, oder wie würde man das handhaben? Weil doch, das sind Hersteller. Ja, das sind also in dem Moment, wo ich Änderungen vornehme und die dann auch veröffentliche, unabhängig jetzt davon, ob die jetzt auch im nächsten Release aufgenommen worden sind oder nicht, fallen die unter die GPL. Und ich habe dann auch, wenn man eben die entsprechende Schöpfungshöhe erreicht hat, also wenn das hinreichend komplex ist, dann bin ich da auch Bearbeiterurheber. Also kann da Urheberrechte... Wenn ich das Ganze in Upstream aufgenommen wurde, dann bin ich ja immer noch der Urheber von diesem Code, weil ich bin ja kein Angestellter, beziehungsweise ich arbeite ja für niemanden, um das quasi einzustellen. Ja. Aber dann bin ich doch nicht nur ein Bearbeiter, der jetzt quasi den Linux-Code nimmt, anpasst und weitergibt, sondern ich bin ja Teil des offiziellen, von offiziell sprechen möchten, Repositories. Also ja, aber das macht dann urheberrechtlich macht das keinen Unterschied. Also ich hätte sowohl in dem einen als auch in dem anderen Fall dann die entsprechenden Urheberrechte, beziehungsweise das würde dann hätte jetzt keinen Einfluss, aber ich verstehe die Frage so, dass man natürlich dann durch die Aufnahme in den offiziellen Release natürlich dann ja in irgendeiner Weise eine zusätzliche Bestätigung hat, dass die Änderungen auch von mir sind. Und das kann zumindest, was jetzt den Nachweis der Urheberschaft angeht, durchaus ein zusätzliches Argument sein. Aber das war jetzt, soweit ich den Fall in Erinnerung habe, da nicht vorgetragen worden oder jetzt auch nicht streitgegenständlich. Aber da würden sich natürlich analoge Fragen anschließen, wenn auch dieser Schritt jetzt nicht hinreichend darlegen kann, dass der Code tatsächlich von mir ist. Ich weiß jetzt nicht, wie genau dann tatsächlich dann das gecheckt wird, von wem jetzt der Code ist. Also man kann ja auch anonym Code oder ist ja möglich, dass... Es geht um die Frage, ob es der Code von ihm ist oder ging es um die Schöpfungshöhe? Sowohl als auch. Also das waren... Und für beides gibt es eben diese Vermutungstatbestände, also da diese... ob das überhaupt eine gewisse Schöpfungshöhe, also eine gewisse Komplexität erreicht hat. Das ist ein Punkt, genau. Aber zumindest für einen Teil oder hinreichende Teile würde man es wohl annehmen können, vermute ich mal. Also, das heißt, im Umkehrschluss, es gibt für den Linux-Kernel genau ein Bearbeiter, das ist Linux Torvalds, und nur also 1% wahrscheinlich Linux Torvalds, oder mal 10, und 90% Bearbeiter. Genau, oder noch mehr, ne? Also, ja, ich weiß es nicht, wie die Ja, ja, nee, aber genau. Und jeder hat dann halt so diese. Kleine, das ist halt so ein rechte. Wenn ich würde, dann wäre das Ganze ja hinfällig. Genau, oder man müsste sich dann überlegen, wie man das Ganze rechtssicher dann auch darlegen lassen kann. Ne? Also muss man da irgendwie dann tatsächlich irgendwie einen Notar einschalten oder sowas? Oder muss es dann irgendwie eine halboffizielle Stelle geben, wo man dann seine Identität nachweist und wo dann irgendwie gereviewt wird, ist das jetzt irgendwie schutzfähig oder nicht, was da gemacht wird? Also, also weiß ich nicht. Schöpfungshöhe würde es reichen, dort Kapitalen in die Höchstweiteres reinzukommen mit einem ausreichend künstlerischen Verlustgebot oder ja, dann das würde dann wahrscheinlich unter das normale Urheberrecht fallen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dann als Software schutzfähig wäre. Das ist ja. Das Verlustgebot ist ja nicht ablauffähig, oder? Aber das könnte man lösen mit solchen Contributor Agreements, die es da aber nicht gibt.
Nee, Contributor Agreements ist nochmal ein anderer Aspekt. Das ist, die spielen dann immer eine Rolle, wenn die Rechte, ob man sie nachweisen kann oder nicht, das ist dann genau dieser Hellwig-Fall oder dieser VMware-Fall, dass die Rechte gebündelt werden sollen, also bei einer Dachorganisation, um die dann auch gebündelt geltend zu machen. Sonst hat man ja immer das Problem, ja, ich habe jetzt hier ein Fitzel aus dem Kernel oder aus irgendeinem Code, für die ich die Rechte geltend machen kann und auch nur dafür kann ich die Rechte geltend machen. Das ja, heißt, aber dann würde man ja auch zur Schöpfungshöhe kommen, weil man dann den Code von allen zusammennehmen kann. Also das heißt, wir wissen, der Code steht alles unter GPL, nur eben dieses 0,5% von dem und 0,5% von dem und so weiter und jedes Einzelne hat vielleicht nicht die nötige Schöpfungshöhe, aber das Ganze zusammen können. Genau, aber das ist dann ja schon fast eine rechtsphilosophische Frage. Ne? Wie viele reichen jetzt an sich schutzunfähige Teile sozusagen nur aufaddiert aus, um Urheberrechtsschutz zu gewähren? Deshalb sagt man eben, gibt es eben diese Vermutung für die Schutzfähigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt schon einzelne Funktionalitäten verändere oder auch eine Codeline verändere, dann würde das meines Erachtens dann auch schon ausreichen, um da Rechte geltend zu machen. Wenn man jetzt nur einzelne Parameter dann umändert, dann sicherlich nicht. Aber das ist immer eine Einzelfallabwägung, zu sagen, so wie weit geht das jetzt, wie weit geht das nicht. Manchmal kann ja auch eine klitzekleine Veränderung dann ganz fundamentale Auswirkungen auch haben. So. Gibt es so Vorlagen für solche Contributor-Agreements? Ja, die gibt es. Ja, die gibt es. Da gibt es auch Generatoren, wo man sich so Contributor Agreements zusammenklicken kann. Ich glaube, das ist sogar contributoragreements.org oder so. Wir hatten ja bisher uns mit den Inhalten mehr beschäftigt. Wenn ich jetzt ein neues Artefakt unter einem Namen in die Welt setze, kann es auch passieren, dass da jemand kommt und sagt, der Name, den du vergeben hast, der hat zu viel Ähnlichkeit mit einem eingetragenen Wartezeichen von mir. Das kann auch sein. Das ist, wie Sie schon richtig gesagt haben, das ist Marken. Das wäre dann, müsste man sich überlegen, ob das eine Markenverletzung oder unter Umständen eine Werktitelverletzung ist. Genau, das ist aber ein völlig anderer Aspekt. Das Thema aber auch ein Konflikt, der entstehen kann. Das ist auch genau, gerade auch bei der Kombination oder bei der Verwendung von eingetragenen Marken unter Open-Source-Software, da gibt es auch, kann ich vielleicht nächstes Jahr zu erzählen, auch eine Handvoll interessanter Entscheidungen in letzter Zeit, insbesondere auch bei der Frage, reicht dann überhaupt auch reicht es aus, wenn ich eine Open-Source-Software vertreibe, reicht es aus, um die Marke aufrechtzuerhalten? Also bei Marken ist es so, diese werden ja eingetragen und spätestens nach 5 Jahren muss ich sie benutzen, damit sie weiter Schutz entfalten können. So. Und da ist dann immer die Frage, naja, wenn ich jetzt hier Software unentgeltlich abgebe, reicht das aus für die Markenrechtserhaltung? Und das ist aber ein komplett... Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe zwar noch 2 Folien, aber wir haben so angeregt diskutiert, die würde ich dann vielleicht auf die Website stellen. Und bedanke mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und vielen Dank für die Fragen.